Hallo, liebe Freunde von Nintendo Video. Wir haben uns mit einem Kamerateam auf den Weg gemacht, um herauszufinden, woher eigentlich die ganzen Ideen für Mario Kart 7 stammen. Wir sind einer Spur ins hessische Wittgenborn gefolgt, um dort die Nachwuchsfahrer des Nintendo-Team Scheider zu treffen, die immer auf der Suche nach der Ideallinie sind, egal ob im Rennen oder auf dem Nintendo 3DS. Im ersten Teil unseres Berichts dreht sich alles um Renntechnik und das Leben im Fahrerlager. Der Motor hat 125 Kubik, ca. 35 PS, Zweigang, Wippenschaltung hier am Lenkrad. Das ist das gerade, wo der Leon probiert, mir gerade meine Schaltwippen ordentlich einzustellen. Das heißt Fliehkraftkupplung, da muss man also keine zusätzliche Kupplung wie im Auto betätigen. Hat einmal die ganz normale Bremse, hier in dem Fall hydraulisch. Vorne zwei Bremsscheiben, hinten eine Bremsscheibe. Ja, ansonsten gibt eigentlich nicht so viele Gimmicks, die anders sind als das, was vielleicht sogar der Mario Kart Spieler kennt. Denn das, was man so bei Mario Kart 7 zum Beispiel alles sieht, bis auf ein paar Fallschirme und Drachen, hat man hier eigentlich auch alles zur Verfügung, was man braucht, um schnell im Kreis zu fahren. Wie die Wagen der Formel 1 oder der DTM müssen auch die Rennkarts auf die jeweilige Strecke abgestimmt werden. Profillose Slicks werden montiert und der Luftdruck wird geprüft. Damit niemand einen Vorteil hat, werden die Karts vor dem Rennen gewogen und technisch freigegeben. Ist ein Fahrer zu leicht, werden zusätzlich Gewichte am Rahmen montiert, um gleiche Bedingungen für alle zu schaffen. Im nächsten Teil unserer Reportage über das Nintendo-Team Scheider sind wir mit einer Helmkamera mit auf der Strecke. Macht euch auf was gefasst. Bis dahin!